Ich gehe da gleich schwimmen auf Usedom. Mit meinem Anzug. Sind wir denn hier? Ach, wir sind hier in Spawning Ground. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Auf Wiesenhof. Von Wiesenhof. Warte nur. Hey, da wollen wir mal nicht hin auf Wiesenhof. Sind wir ein bisschen zu tief, ha? Warte, ich schau mal, was hier ist. Pass mal auf. Bleib mal, geh mal noch ein Stück zurück. Nee, zurück. Wo bist du? Ich hab dich verloren. Da, ja, weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Okay. Setz da mal einen Block hin. Okay. Wir sind fast wieder an der Abzweigung, wo wir von nach rechts gegangen sind. Echt? Ja. Ja, dann nehmen wir einfach die Abzweigung jetzt als Orientierungspunkt. Mhm. Hier bauen wir mal schnell zu, damit die nichts spawnen. Lalalala. So. Und dann setzen wir einfach hier an. Ja. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich den Block weghauen. Kannst du mir noch verzeihen? Na, Antwort genug? Keine Ahnung. Nein! So, dann bauen wir uns hier jetzt hoch. Dann kommen wir nämlich ungefähr daraus, wo ich es mir gedacht habe. Die tschechische Nationalmannschaft ist nicht zu unterschätzen. Sie haben sich schon einmal fürs Viertelfinale qualifiziert. Ich sag ja, ne, das wird ein Leben lang, ein Quote, vorenthalten. Ja, machst du nämlich auch. Nein. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Immer dieser Bruce. Ne? Der ist überall. Mhm. Oh, da oben kommen wir jetzt an die Luft. Warte, ich schaue hier nochmal zur Orientierung. Jo, jetzt haben wir aber noch einiges vor uns. Sind ein bisschen weit zurückgegangen. Ja. Wir bleiben auf der Höhe jetzt. Okay. Einfach noch vorne. Genau. Ich schau mal hier, ich hab erstmal gerade durch, wo wir rauskommen. Und ob wir überhaupt irgendwo rauskommen. Ja, perfekto. Ein höher müssten wir noch. Aber okay. Ist eigentlich Wurst, ist relativ Wayne. Lass mal so. So. Miau. Das sind wir. Ist doch perfekt, ey. Haben wir gut gemacht, ne? Mhm. Und da fährt jetzt die Tuff-Tuff-Bahn gleich. Ja, gleich ist relativ. Gleich sei relativ. Schalalalala. Da fahren gleich das Tuff-Tuff-Bahn. Wobei, hier könnte man noch so eine Plattform lassen. So, hier müssen wir jetzt auch nicht so einen großen Raum, sondern einfach so... Warte. Ja, so einen kleinen Bahnhof halt. Genau, so mit zwei Abstand. Das heißt, hier haben wir 1, 2. Dann ziehen wir hier jetzt einfach so eine provisorische Wand. Das ist jetzt LP Nexus LP Bahnhof Präsident. Da muss ich immer aufschauen, wenn ich zum Pet will. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo Pet wohnt. Oh Gott. Oh nein. Die wissen auch sofort. Bahnhof Präsident. Sollen wir auch noch die Stadt sagen? Nee, ne? Nee, die kennen sie ja noch gar nicht, glaube ich. Richtig. So spannend. Wollen wir gleich die Adresse durchgeben? Ja, komm. Wer mich besuchen will, mach es bitte unter folgender Adresse. Piep! Unter Piep. Habt ihr verstanden? Mhm. So, das heißt, ich mach die Tür mal woanders. Nee, ja, das verlange ich ja auch. Und womit? Ja, mit Recht. Oh, ein Poet. Ich sollte weniger auf den Fernseher achten, glaube ich. Bitte? Ich sollte weniger auf den Fernseher achten. Ja, echt, ey. Wir sind hier im LP und nicht hier auf Komplett Akten auf dem Fernseher. Dog. Hund. Willst du da nicht eine Treppe hinmachen? Ja, hier. So, dann hier müssen ja auch Workbenches sein. Ist auch so. Die 4 reichen da ja. So. Pet, geht sich nochmal die Monsterfalle anschauen? Nee, da habe ich zu sehr Angst. Vor dem Monster. Hm. So, mal ein bisschen heller.
Nur mal so eine Frage. Soll das hier alles ausgekleidet werden? Das soll alles mit Pure Stone, ja. Wir haben noch einiges vor uns dann. Guck mal, ob den, ich weiß nicht, ob in den Öfen hier noch was ist. Wenn ich schmeißen, war da gleich mal was rein. Dieser Peter Tschech ist ein Killertyp. Vielleicht holt er ja heute alleine den 12. Punkt für Tschechien. Erinnert mich an mich in meinen besten Zeiten. Da, wo ich die Tore selbst gemacht habe. Hast du noch Kohle? Nein. Also ich habe jetzt ein bisschen aufgesammelt. Wie viel hast du? 12. Genug? Ja, gib mal. Gib mal. Danke. So. Schmeißen wir auch den Pflasterstein rein. Und zu guter Letzt hier. Zack. Zu guter Letzt hier. Schalalalalalala. Zu guter Letzt. So, ich denke mal, wir können hier unterbrechen jetzt langsam, ne? Ja. Okay. Ich werde den Server jetzt eiskalt ein bisschen laufen lassen. Damit bei unserem nächsten Eintreten hier die Clean Zones fertig sind. Mensch. Praktisch wäre, wenn du jetzt nach Hause rennst. Ja. Oder ich, das wäre relativ Wurst. Und weiter? Dann, da laufen die Ofen dann auch, wenn du dich daneben stellst. Okay. Und dann, wenn wir die nächste Aufnahme starten, haben wir dann in aller Ruhe... Laufen die schon, die Öfen, oder muss ich die anwerfen? Nee, die laufen schon, die habe ich schon befeuert, sagen wir mal. Und das ist ja bescheuert. Ja. Also, Holz ist wieder Witz ohne Ende. Ach, Witz. Das ist ja bestimmt. Pat kann es gar nicht glauben, so lustig ist das. So lustig, ja. Hall, hall, hall. Ja, dann bedanken wir uns erneut fürs Zusehen bei euch. Nein, da bin ich noch nicht an den Öfen. Du wartest so lange, bis ich an den Öfen bin. Ja, Sir. Ich muss den Fernseher anmachen. Der ist gerade einfach durch die automatische Ausschaltfunktion ausgegangen. Nein. Doch. Unglaublich, ne? Wieso hast du die eigentlich an? Wieso hast du die eigentlich an? Ich bin immer an im Hintergrund. Die automatische Ding, jetzt hast du immer einen Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Jetzt cleanst du dann sogar schon fertig. Echt? Dann nimm den raus, schnapp die Kohle und... Ah, nee, Kohle ist ja genug drin. Kohle ist drin, ich schnapp mir... Genau, Tablets. Pack die Cobbles einfach dann rein. Das ist natürlich gut. Je mehr cleanst du, ja, desto besser. Ja, so ist das. Ha, ich denke, dass das besser ist. Ja, so ist das. Okay, ich stehe hier neben den Öfen und überwache sie. Hast du sie auch befeuert, Pat? Ja, und wie die Birnen, Alter. Die Birnen hast du richtig angefeuert, ne? Öfen, Öfen, Öfen. Ja, ich finde das gerade wie lustig, ohne Scheiß. Also ich fand das jetzt wirklich lustig. Ach, nee. Ich? Also tschüss, danke Zusehen. Nee, ja, ich muss die Aufnahme beenden, von daher. Aber ganz ehrlich, fandest du es nicht lustig? Jetzt mal ganz ehrlich. Du darfst auch ehrlicher zu mir sein. Ich darf dir... Ah, zum ersten Mal in meinem Leben darf ich ehrlich zu dir sein. Es war sowas von nicht lustig. Was? Nö, mit dir mache ich keine Let's Plays mehr. Nö. Nö, hast du versaut. Eigentlich wollte ich ja aber so. Nein. So, jetzt. Ab der nächsten Aufnahme bin ich dann hier alleine. Ja, viel Spaß. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und willkommen zurück. Hallo. Was soll das denn? Ach, ich dachte, ich fange an. Ich wollte anhiechen. Okay, dann fängst du an. Ja, dann machen wir es nochmal. Nee, jetzt ist es zu spät. Nee, jetzt willst du nicht mehr. Jetzt hast du es versaut, ne? Okay, dann nicht willkommen zurück. Und da sind wir wieder bei Minecraft und wir bauen heute weiter in unserem unglaublich wahnsinnigen Bahnhof. Ist das gegen unseren Bahnhof, ey? Nö, ich finde ihn cool. Du darfst nämlich die Schienen machen. Der Papa wird sich um die Wand kümmern, wenn hier mal der Pure Stone endlich durchgebraten ist. Er ist bei 56, 8 fehlen noch. Ich darf also demnach noch warten, während du keine Ahnung wo bist. Ich bin doch an dem Ziel des Bahnhofes quasi und komme jetzt zu dir gerannt. Oh nein. Danach renne ich weg, okay? Ja, wäre besser, glaube ich. Mhm. Wieso steht hier ein Bogenschütze? Hast du es nicht ordentlich ausgeleuchtet? Du natürlich, denn ich habe die Fackel nicht gesetzt.
Für mich wie so eine U-Bahn. Lass doch die U-Bahn in Ruhe! Die können auch nichts dafür! U-Bahn, U-Bahn, wenn ich das schon höre! Ich sag mal U-Bahn? Nee, tu ich nicht. Ist mit? Hm? 7 Euro? Ja, ja. In der? Nicht zu finanzieren. Südtribüne? Nicht zu finanzieren. Genau! Danke. Schön! Bitteschön. Apropos U-Bahn, sagst du Epic Fail, als ich, als wir Public Viewing waren, ne? Und ich dann zurückgefahren bin. Mhm. Haben sie erst so gesagt, als ich dann zu Hause angekommen bin, Ausstieg links, nee, Ausstieg rechts, und dann kurz bevor er gehalten hat, Ausstieg links. Top, ne? Hammer. Mhm. Bist du, wo steige ich jetzt aus? Ja, genau, denn man sieht die Schienen ja nicht durchs Fenster. Und da ist er durchgefahren und kam nie zu Hause an. Richtig, ich nehme jetzt hier auch wieder unter der Brücke auf, wo ich immer aufnehme. Genau, wollte schon sagen, also ist jetzt nichts Neues. Nix Neues. Was hältst du eigentlich von der neuen Werbung von Olli Kahn für Mobilat? Finde ich wunderschön, ehrlich gesagt. Ja, im Doppelpack haben sie sich drüber lustig gemacht. Was? Mm. Die machen sich über Olli Kahn lustig? Jo. Schon krass, ne? Verstehe ich nicht. Mutig, sich über Olli Kahn lustig zu machen. Ja, ich denke... Ein Oliver Kahn? Ich denke, dass die Wände hier schon ziemlich gut sind. Also viel muss ich hier zumindest am Anfang nicht machen. Schweine viel machen, wollte schon sagen. Also gegen Ende, das wird so viel. Okay. Ja, weil hier am Anfang geht's hier scheinbar noch. Hey, altes Mädchen. Ja, du machst ja eh die Drecksarbeiten mit den Schienen. Ja, oh. Aber solange es dann funktioniert, ist ja alles I.O. Sag auch mal, dann ist alles. Dann ist alles. I.O. I.O. Da, wo das Wasser war, einfach die Wand hochziehen, ne? Genau. Also nochmal. Guck mal, das Gold kommt tatsächlich zum Einsatz. Wer hätte das denn gedacht? Das ist ja unglaublich. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und du, Frau? Lass Frau? Doch mal die Frauen ruhig. Die hat auch einen Namen, ey. Na, Frau! Frau, du hast sie doch Frau genannt. Ich, nein, ich das ist sie nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich würde sie doch nicht Frau nennen. Nö, gar nicht. Aber auch nicht Warte! Kevin, ne? Warte, warte, warte. Was ist da? Der Kevin Brock noch Cleanstone. Oh Gott, no. Du. Hilfe, er verfolgt mich. Wie ist denn das hier aus? Cobblestone Pet? Gib mir. Ich freue mich so auf den Cleanstone. Wie willst du? Ein paar. Dankeschön. Ein paar 64, ne? Dankeschön. Sagst du mir nicht bitteschön? Nö, sehe ich nicht ein. Nein, ich sage dir nicht bitteschön. So. Das Wetter ist mal wieder so ekelhaft, ne? Das geht, die Sonne scheint doch endlich mal. Ja, aber mal pisst und dann scheint wieder komischerweise die Sonne. Hast du dir nicht gepisst heute? Doch, aber Schweine sogar. Mhm.